Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Jurassic World. Hui, es wird spannend. Wir haben in der letzten Folge Eric endlich gefunden und heute müssen wir irgendwie diese Insel verlassen. Weg von den Dinosauriern, weg vom Spinosaurus und natürlich auch vom T-Rex. Die sind uns irgendwie mehr oder weniger auf den Fersen. Ich weiß nicht, wie wir hier wegkommen sollen. Aber als allererstes müssen wir in dieses Haus. Und da wird es irgendwie weitergehen. Was uns da erwartet, werden wir in wenigen Minuten erfahren. So. Eine Sicherung haben wir schon mal entfernt. So, jetzt brauchen wir Billy. Nee, mit Billy kommen wir da auch nicht durch. Wir brauchen Alan. Der kann das Gestrüpp entfernen. Und unser Freund Paul Kirby kann das Ganze dann reparieren. Genau, sehr gut. So, und jetzt aktivieren. Oder ist es schon aktiviert? Ich weiß es nicht. Ne, es passiert, genau. Das Schloss öffnet sich. Jetzt können wir reingehen. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Ich habe sie aus einem Impuls heraus mitgenommen. Ich dachte, wir könnten damit unsere Ausgrabungen finanzieren. Und wenn sie uns damit erwischen? Und wenn sie uns ohne sie erwischen? Da unten liegt ein Boot, ein Stück flussabwärts. Wir versuchen es bis zur Küste zu schaffen. Was ist das? Ein Vogelkäfig. Oh Gott, oh Gott. Pteranodon-Nester. Oh nein! Eric! Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen hier auf jeden Fall schnell sein. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr das Lego Let's Play toll findet und noch weitere Lego Let's Plays und Folgen sehen möchtet. Okay. Aber jetzt, Konzentration. Wir müssen Eric befreien. Da oben sind Spielsachen. Habt ihr das gesehen? Eric wurde von diesem Tenatoronsaurus, jetzt habe ich den Namen schon irgendwie vergessen, gefangen genommen. Wir brauchen Billy. Billy kann darüber fliegen, mit seinem Fallschirm. Uiuiui, hier ist es gefährlich, richtig gefährlich sogar. Oh nein, wie könnte das passieren? Alles, was wir wollen, ist ein Helikopter, der uns wieder wegbringt von dieser komischen Station, von dieser komischen Insel. Okay, wir müssen uns beeilen. Hier fliegen auf jeden Fall die ganzen Saurier durch die Gegend. Kettenreaktion. Schöne Brücke. So, beeilt euch mal. Kommt hier rüber. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt die Fähigkeit von Amanda. So, Vorsicht. Vorsichtig darüber. Und wir haben hier noch eine Zielscheibe, aber uns fehlt eine Figur. Oh, schade. Wir haben den gar nicht mehr. Den Typen mit dem Betäubungsfall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber... Der ist auf jeden Fall nicht mehr bei uns im Team dabei, zumindest nicht aktuell. Gut, was haben wir hier? Keine Zahnräder verwenden? Was soll das bedeuten? Quatsch. Wir werden es natürlich zusammenbauen. Okay, sehr gut. Was können wir damit aktivieren? Irgendwas passiert da. Und was ist das? So. Okay, perfekt, sehr gut. Kommt schnell rüber, Jungs. Sonst haben wir hier nichts, oder? Da ist nichts. Da ist, wäre eine Höhle, aber wir haben niemanden, der eine Lampe hat, oder? Ich glaube nicht. Nee, er auch nicht. Du vielleicht? Mein lieber Paul, nein. Und Alan sowieso nicht. Gut, gut, dann war es das wohl. Wir laufen mal weiter. Viele Leitern, was machen die Leitern hier? Aber wir müssen uns beeilen. Wir wissen ja nicht, was, wie es Eric gerade geht. Das sitzt ja da bei den ganzen... komischen Flugsaurier, Eiern und Babys. Oh, Vorsicht! Ich muss sagen, so gefährlich diese Flugsaurier auch sind, so majestätisch und schön sehen sie aber auch aus.
So, erstmal das Seil kaputt machen. Und, bitteschön. Achtung, Kiste fällt. Ha, erwischt. Zu groß geratenes Hühnchen. Zu groß geratenes Hühnchen, genau. Was haben wir hier schön? Das können wir alles nicht aktivieren, oder? Kann er damit was machen? Nein, auch er nicht. Nein, nein, nein. Das klappt alles nicht für uns. Aber hier. Ja, hier brauchen wir auch jemand anderen. Auch das können wir nicht öffnen. Oh, 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 da geht alles kaputt. Schnell, was ist das hier? Und noch ein bisschen. Ah, sehr gut. Ui, ganz viele Knochen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Erlen. Nur er kennt sich mit Knochen aus. Warum auch immer nur er sich damit auskennt und sowas zusammenbauen kann. Immerhin sind wir hier in der Welt von Lego. Eric, Eric, Eric. Ja, wir beeilen uns, wir beeilen uns. Folgt mir, ganz vorsichtig, aber bitte. Lasst euch bloß nicht von den Flugsauriern erwischen. Hey, ganz vorsichtig. Da oben, da oben. Achtung, 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 Achtung. So, was ist das hier? Können wir irgendwas zusammenbauen? Ja, können wir. Was ist das? Oh, was ist denn das? Ein Blasebalken wahrscheinlich, oder? So sieht es auf den ersten Blick aus. So. Luftpumpen. Und nochmal. Bitteschön. Oh, das war sogar eine Rakete. Tschüss, Vögelchen. Tschüss, Vögelchen. Wir brauchen Billy. Billy kann klettern. Moment, ich finde einen Weg für Sie. Okay, dann schau mal, ob du einen Weg findest. Ui, ich dachte, wir fallen jetzt runter. Nein, das müssen wir von der anderen Seite machen. Achtung! Los doch! So. Ansonsten habe ich hier noch irgendwas Interessantes. Das können wir nicht öffnen, da brauchen wir Erlen. Das müssen wir mit Erlen hier erstmal nach oben. Und da ist wieder eine Zielscheibe. Tja, geht jetzt leider nicht. Fehlt uns das passende Equipment dafür. Beziehungsweise der passende Lego-Charakter. Na gut, dann eben ohne. Was ist das? Ein Trampolin. Perfekt. Und boing boing. Ja, nach. So, das können wir hier zerschneiden. Mehr oder weniger. Doch, hat geklappt. Hat funktioniert. Und so, schnell. Wie kommen wir denn jetzt zu Eric? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Eric! Eric, wir sind bald da. Mach dir bitte keine Sorgen. Wir geben uns Mühe. Oh nein, was ist das hier? Wieder etwas zum Zusammenbauen. Oh. Ich regle das. Du regelst das, Billy? Ich frage es nur wie. Wie willst du das jetzt machen? Hier geht's runter. Okay, was tun wir? Was tun wir als erstes? Was tun wir als nächstes? Ich weiß es nicht. Billy, du möchtest darüber? Und jetzt? Was hast du vor? Was machst du? Billy! Oder kommen wir nicht rüber? Niemals. Leider nicht. Tja, da ist Billy jetzt leider abgestürzt. Ich weiß gerade nicht. Wir schauen mal, bevor wir mit Billy darüber fliegen, was da unten ist. Vielleicht ist hier noch irgendetwas Wichtiges, was wir brauchen, damit Billy darüber kommt. Bin mir jetzt nicht sicher. Boah, da ist schon wieder so ein Dinosaurus. Ja, 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 ich weiß. Du möchtest nicht, dass wir hier durchkommen. Und ja, wir haben auch Angst. Sind wir ganz ehrlich zu dir. Hm, nein, was ist das hier für ein Stein? Oder ein Ei? Oder beides. Ein Steinei. Okay. Anscheinend müssen wir mit Billy weiter. Hier gibt es nichts mehr. Die Frage ist nur, wie wir da jetzt fliegen müssen. Wird da irgendetwas angezeigt? So, ah ja. Nicht Billy! Billy tut's trotzdem. Wo fliegt er jetzt hin? Achtung! Hey, von hier aus kann ich fast mein Haus erkennen. Wie, von hier aus kannst du dein Haus erkennen? Wohnst du hier in diesem Vogelnest? Achtung! Billy, pass auf dich auf und rette Eric. Wo ist Eric? Wo ist er eigentlich? Der muss wahrscheinlich da hinten. Da hinten! Seht ihr am Felsen? Da sieht man etwas. Da muss das Nest sein. Da werden wir jetzt Eric retten. Hoffentlich klappt alles. Eric! Wir kommen! Eric, spring! Spring, Eric! Spring! Lass los, jetzt! Ah!
Gott, oh Gott, oh Gott. Hier geht's wahrscheinlich weiter. Paul ist in Gefahr. Das Schiff ist kaputt und der Spinosaurus steht direkt vor uns. Das muss das große Finale sein für den dritten Film. Okay, okay, Checkpoint. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden, wie wir ihn ablenken können, um unseren Vater zu retten. Unser Erics Vater, der Ehemann von Amanda, Paul Kirby. Das können wir hier zusammenbauen. Oh, was ist denn das? Zwei so große Maschinen. Sind das so Lasergewehre oder? Ich kann sie verjagen. Oh nein, Vorsicht, Raptoren. Verscheuchen wir jetzt mit Pipi. So, bitteschön, dankeschön. Schaufeln, schnell. Das muss richtig matschig sein. Und der Regen ist so stark. Was für ein starker Sturm. Es stürmt auch ständig hier in Jurassic Park. Auf die Treibstofffässer! Okay, Treibstofffässer haben wir da also. Was habe ich hier noch, bevor es gleich weitergeht? Ein paar Stats, die wir einsammeln können. Okay, okay, passt soweit. Okay, sehr gut. Dann mal schnell weiter. Was haben wir hier? Da müssen wir rein. Achtung! Wo sollen wir denn zielen? Den Spinosaurus oder irgendwo anders drauf? Ach, hier können wir was kaputt machen. Boah, was sind das für komische Gewehre, die wir hier steuern dürfen? Und was freigeschaltet. Und da drauf. Wow, was passiert da? Sehr gut! Das war ein guter Start. Und es brennt. Und das auf dem Wasser, das heißt, da muss Öl sein. Ja, seine Aufmerksamkeit haben wir. So, ha? Nimm das. Das bringt nichts. Okay, dann tauschen wir erstmal. Denn es geht jetzt gleich weiter mit unserem guten Freund Paul Kirby. So, so geht gerade nicht. Wir tauschen mal so. So, Achtung, Achtung, der Spinosaurus. Ich hoffe, der greift uns jetzt nicht an. Lass uns bitte in Ruhe. Wir haben dir nichts getan. Wir wollen einfach nur die Insel verlassen. Mehr nicht. Aber der Spinosaurus muss aber auch richtig wütend sein. Gott, was würdet ihr jetzt an der Stelle von Paul Kirby machen? Ohne noch, also ohne jetzt schon zu wissen, wie es hier im Spiel weitergeht. Schreibt es mir in die Kommentare. Würdet ihr euch verstecken oder irgendwas tun, um diesen Dinosaurier aufzuhalten? Sehr gut. Das sind Bombenfässer, Ölfässer. Fässer, die zu einer Explosion führen werden. Genau das Richtige für uns. Schieß doch mal! Genau, das tun wir jetzt auch. Achtung! Und Feuer! Sehr gut. Wieder erwischt. Da scheint jemand richtig sauer zu sein. Da ist irgendwas kaputt gegangen am Haus. Klasse, Dad. Jetzt fehlen nur noch ein paar Fässer. So, nimm das! Kalabam! Aber das bringt alles nichts. Wir müssen tauschen. Und wir haben nur noch ein Herz. Wir müssen aufpassen. Allerdings hat auch der Spinosaurus nur noch ein Herz. Hier kommen wir nicht weiter ohne Eric. Hm. Warum kann jetzt Eric nicht hier sein? Wo müssen wir dann sonst hin? Da können wir was bauen. Ein Trampolin, perfekt. Und, hoch mit uns, ein Kran. Ein großer Holzkran. Okay, muss nicht unbedingt aufs Holz sein, nur weil er braun ist, aber vielleicht ist er auch rostig. Ein verrosteter alter Kran. Mal gucken, was wir damit jetzt anstellen können. Ganz langsam und vorsichtig rüber. Mal gucken, was wir da rausholen können. Ob da wohl noch eine weitere Bombe ist? Ja, drei Fässer sind da nochmal drin. Okay, Achtung. Das werfen wir jetzt dem Spinosaurus entgegen. Der wird sich freuen. So, Achtung. Konzentration. Und, Achtung. Vorsicht. Das wird Kopfschmerzen bereiten. Hä? Der schaut jetzt so nach oben. Hä? Was ist denn los? Okay, Achtung. Jetzt nochmal. Ein gezielter Schuss. Seine Aufmerksamkeit haben wir und nimm das. Perfekt. Sehr gut. Was für eine Flammenwand. Dad! Ich gehe doch überhaupt nicht weg.
Sie wollen die Eier. Sonst wären wir schon längst tot. Nein, 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 nein. Rufen Sie um Hilfe. Das ist ein Hubschrauber. Der gute alte Billy. Die können leider nicht mit. Schade. Koffer gepackt. Eieieiei. Isla Sorna, das war der dritte Film. Und als nächstes starten wir in der nächsten Folge den vierten und damit letzten Film. Von diesem großartigen, schönen Let's Play von Lego Jurassic World. Da sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Klickt dazu einfach rechts oben und ihr gelangt zur nächsten Folge von Lego Jurassic World, zum vierten Film. Und rechts oben gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken und ihr kommt zu den Videos. Ansonsten nie vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Klickt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Also, bis zum nächsten Mal.